Ich wollte Sie noch zum EU-Gipfel fragen, weil mir die Zeit schon uns die Zeit davonläuft. Sie haben da eine eigene Linie jetzt bei den Putin, also bei den Russland-Sanktionen eingenommen. Da hat es keinen Konsens gegeben beim EU-Gipfel. Wie soll das weitergehen? Sie sagen, Sanktionen können keine Religion sein. Man muss irgendwann sie überdenken. Die deutsche Kanzlerin sagt, solange sich die Basis nicht geändert hat, bleibt sie bei den Sanktionen. Ja, das stimmt. Da ist ein Unterschied. Wir haben gesagt, wir sind alle der Meinung, es war richtig, die Stimme zu erheben in Form von Sanktionen, politischen Äußerungen, als Notwehr, wie ich sage, als damals Präsident Putin etwas sehr Wichtiges verletzt hat. Und darüber kann man nicht, das kann man nicht kleinreden. Es sind Soldaten seines Landes nachweislich im anderen Land, einem souveränen Staat, nämlich der Ukraine, angetroffen worden, die dort in den Kampfhandlungen auch eine Rolle gespielt haben. So geht's nicht. Man kann nicht Soldaten zum Nachbar schicken. Das ist eindeutig gegen die Souveränitätsrechte. Jetzt ist die Frage, was macht man in so einem Fall? Also wir haben damals als Notwehr einiges beschlossen. Geht man jetzt in Richtung Friedensverhandlungen? Was ich schon auch der deutschen Kanzlerin sagen möchte, die hat einen sehr engen Kontakt auch zu Präsident Putin. Federica Mogherini, die Beauftragte, die wir gemeinsam jetzt gewählt haben, quasi als unsere Außenministerin, die hat ebenfalls eine enge Beziehung zum Thema Verhandlungen. Aber wenn ich Ihnen sage, wie viele sich dort zu Wort melden unter den Regierungschefs, die uns das als Erfolg verkaufen wollen, dass diese Sanktionen ja schon gezeigt haben, wie jetzt der Putin und die russische Wirtschaft am Boden liegt und was wir schon durchgesetzt haben. Und einer hat sogar die Formulierung verwendet, wir sollen uns auf die Schulter klopfen. Ja, auf was für Schulter sollen wir uns klopfen? In der Ukraine ist Krieg, in der Ukraine sind hunderte Tote und wir haben noch keine Brücke gebaut, für die ich und andere eintreten, damit es endlich zu gescheiten Friedensverhandlungen nach Minsk kommt. Unterm Strich haben Sie trotzdem dieselbe Meinung wie die Angela Merkel. Solange sich die Grundbedingungen nicht geändert haben, müssen die Sanktionen aufrecht bleiben. Das wird gerade gedeutet, wir sind schon über der Zeit. Das ist einfach ja oder nein. Nein, ich sehe meinen Unterschied zu jenen, die wollen, dass die Ukraine der NATO beitritt. Da bin ich anderer Meinung. Aber jetzt nur die Sanktionen. Und bei den Sanktionen möchte ich nicht über die Verschärfungen reden, was schon andere machen täglich, sondern ich will über die Brücken und über die Friedensgespräche reden, weil das ist ein wirtschaftlicher Raum. Also man könnte sie auch aufheben. Okay, gut. Wenn die Minsker Abkommen eingehalten werden, bin ich dafür, dass man sie aufhebt und dass man das auch jetzt schon sagt. Jetzt hätten wir doch die Zeit bis 13 Uhr gebraucht. Okay. Schaffen wir leider nicht. Danke, Herr Bundeskanzler, fürs Kommen. Danke. Wünsche Ihnen auch, falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch auch den Zuseherinnen und Zusehern.